Heute möchte ich euch zu einer kleinen, etwa 20-minütigen Sequenz auf dem Hocker oder auf den Stuhl einladen. Hocker ist immer so ein bisschen geschickter, weil er eben eine gerade Fläche hat, aber wenn ihr keinen habt, dann nehmt einfach einen Stuhl. Wir setzen uns sofort auf den vorderen Rand, auf die Sitzbeinhocker, ganz aufrecht, ziehen die Sitzbeinhocker ganz leicht zueinander und finden so die innere Länge. Einfach so ein paar Atemzüge durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. So einen kleinen Moment sich Zeit nehmen, um jetzt bei sich selbst anzukommen. Und wie gesagt, die Sitzbeinhocker leicht zueinander. Der Brustkorb ist so ganz entspannt über dem Becken. Der Kopf thront, als ob wir eine Krone tragen. Und dann beginnen wir mit einer kleinen Übung mit den Füßen. Ziehen so hoch, wie wir können und lassen die Füße dann einfach wieder auf den Boden platschen. Nach einer Weile spürt man das dann auch schon vorne an den Schienbeinen. Dann ruhig noch ein bisschen weitermachen. Es darf jetzt ein bisschen brennen. Und dann machen wir genau das Umgekehrte, die Fersen jetzt heben. Richtig hochkommen. Und wieder auf den Boden bringen. Und nochmal die erste Variante. Und die zweite Variante auch nochmal. Und dann kommen wir zur Ruhe und spüren so einen kleinen Moment nach. Ich ziehe jetzt meine Füße so ein kleines bisschen näher ran. Und jetzt komme ich auf den Ballen. Und setze wieder ab. Immer abwechselnd rechts und links. Dass die Zehengrundgelenke jetzt richtig schön gebeugt werden. Immer abwechselnd. So auf den Beinen vom großen Zeh hier kommen. Bitte nicht so zur Seite ausweichen, sondern genau in der Achse bleiben. Und dann gehen wir ein Stückchen weiter. Wir strecken jetzt auch die Zehen, setzen den Fußballen wieder ab und dann die Ferse. Ferse lösen, ganz lange Zehen auf den Ballen vom großen Zeh kommen und wieder absetzen. Richtig den Fuß durchmassieren, alles durchbewegen. Und wir noch einmal auf jeder Seite. Zehen dann ganz lang, nicht knäueln. Dann machen wir das Ganze noch mit Schwung. Als ob wir uns abstoßen, als ob wir auf der Seite boxen wollen. Einmal komplett alles durchbewegen. Und dann die andere Seite auch nochmal. Okay, dann gehen wir auch noch mal ins Kreisen. Schöne große Kreise in den Zehen beginnen, Fußgelenk, alles jetzt hier richtig schön durchbewegen. Und auch die Kreisrichtung noch mal wechseln. Und dann auch die andere Seite.
alle Gelenke, groß und klein, jetzt hier durchbewegen und auf die andere Richtung nochmal. Knickknack. Und dann setzen wir uns wieder aufrecht hin, sitzen so auf dem vorderen Ende und rollen jetzt hinter die Sitzbeinhocker, schieben ein Bein raus, flexen den Fuß und lehnen uns lang nach vorne. Und dann kommt die andere Seite. Einatmen, hinter die Sitzbeinhocker rollen und ausatmend vor die Sitzbeinhocker rollen. Sich so ganz aufrecht nach vorne neigen, vor die Sitzbeinhocker. Okay, dann legen wir als nächstes ein Bein über das andere Bein, kommen wieder hinter die Sitzbeinhocker, flexen jetzt hier den Fuß und kommen vor die Sitzbeinhocker und heben das Brustbein so ein Stückchen hoch an und wieder hinter die Sitzbeinhocker und vor. Dann gerne hier mit der Hand das Bein oder mit beiden Händen noch ein bisschen mehr in die Außenrotation begleiten. Bleiben wir einen kleinen Moment hier, genießen nochmal die Dehnung, atmen tief ein und aus. Und kommen dann auf die andere Seite, wechseln einmal hier die Beine aus und wieder schaukeln vor und hinter die Sitzbeinhocker. Und wenn wir vor die Sitzbeinhocker kommen, richtig lang ziehen, das Brustbein leicht heben. Und auch hier wieder mit den Händen ein bisschen unterstützen. Bleiben wir wieder hier, genießen klar mit die Dehnung, atmen tief ein und aus. Noch ein letztes Mal. Und dann kommen wir wieder raus, stellen beide Füße auf und spüren so einen kleinen Moment nach. Ganz aufrecht. Und dann beginnen wir als nächstes einen Kreis mit dem Bauchnabel in den Raum zu malen. Tief aus und ein. Bauch ist ganz locker, ganz entspannt. Aus und ein. Und die Kreisrichtung wechseln. Füße sind ganz präsent im Boden, die können so ein bisschen unterstützen, so ein bisschen schieben und ziehen. Und dann kommen wir wieder in der Mitte zur Ruhe und spüren wieder einen kleinen Moment nach. Eventuell die Beine etwas mehr öffnen. Wir lassen die Arme jetzt ganz locker hängen, atmen tief ein und lassen einen Arm hochkommen und aus, wieder zurück. Und ein, die andere Seite. Und aus, wieder zurück. Das nächste Mal bleibt der Arm jetzt oben. Wir ziehen einmal die Schulter hoch und lassen die Schulter wieder sinken.
legen die andere Hand auf den Oberschenkel und ziehen uns jetzt ganz lang zur Seite und kommen in so eine richtig schöne Öffnung jetzt hier. Mit der anderen Hand stützen, beide Schultern weg von den Ohren, tief einatmen und aus, wieder zurückkommen. Das gleiche auf der anderen Seite. Ein, der Arm geht hoch, einmal kurz die Schulter mit hochnehmen, Schulter wieder runterbringen, die Hand ablegen, sich langziehen auf beiden Sitzbeinhockern und in die Seitneigung kommen. Brustbein heben, tief einatmen und aus, wieder zurück. Jetzt wird das Ganze ein bisschen dynamischer. Ein, der Arm geht hoch, aus zur Seite, ein, wieder zurück. Mit der nächsten Einatmung wieder den Arm heben, ausatmen zur Seite, ein, wieder her zur Mitte und aus, den Arm wieder absenken. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen dynamischer. Jetzt gehen wir einfach in einem großen Schwung hier immer von einer Seite zur anderen. Diesmal mit der Ausatmung. Beine wieder zusammen und atmen tief aus und über die Seite ein und wieder aus und ein. Nur aufpassen, dass die Arme jetzt nicht zu weit nach hinten gehen, ihr könnt es immer noch aus den Augenwinkeln sehen und die Kreisrichtung wechseln. Armkreise einatmen, die Arme legen uns hoch. Und aus, über vorne zurück. Und nochmal ein. Und aus. Und ein. Und aus. Und ein letztes Mal ein. Und aus. Jetzt bringen wir die Finger ineinander, schieben mit den Handflächen nach vorne, schieben mit den Füßen im Boden und werden ganz rund. Atmen tief aus, das Brustbein sinkt so zwischen die Schulterblätter. Richten uns wieder auf und atmen ein und kommen jetzt ein Stückchen vor die Sitzbeinhocker und strecken uns nochmal richtig raus. Ellenbogen beugen und wieder ausatmen. Und ein, nach oben kommen. Und aus. Und ein. Und mit dem Ausatmen, mit den Füßen so ein bisschen den Boden nach vorne reinschieben. Und mit dem Einatmen leicht ziehen. Und ein letztes Mal. Und ein. Und die Arme absenken und einen kleinen Moment nachspüren. Okay, wir öffnen wir die Augen und legen jetzt beide Hände auf eine Seite und gleiten einfach am Bein etwas entlang und drehen jetzt vom Brustbein auf. Kommen eine richtig schöne Drehung hier, beide Schultern weit weg von den Ohren. Ihr geht mit. Bleiben so ein paar Sekunden hier und atmen tief ein und aus. Der Arm geht wieder zurück, werden ganz rund, legen beide Arme jetzt auf die andere Seite, kommen vor die Sitzbeinhocker, gehen wieder in die Drehung, schauen dem Arm hinterher und wieder tief ein- und ausatmen. Und wieder hinter die Sitzbeinhocker kommen. Und wieder langsam auflösen.
Wir richten uns nochmal auf und spüren so einen kleinen Moment nach. Als nächstes legen wir dann die Fingerspitzen auf die Schultern und malen jetzt einen riesengroßen Kreis in den Schultern. Atmen tief ein und aus. Und ein. Und aus. Wir heben das Brustbein mit der Einatmung, wenn die Arme hochkommen. Und kommen hinter die Sitzbeinhöcker im Rest des Kreises. Und wieder ein. Und aus. Und ein. Und aus. Ein letztes Mal tief ein. Und aus. Bleiben einen kleinen Moment hier unten hängen. Atmen hinten in die Rippen hinein. Die hinteren unteren Rippen. Und rollen dann langsam wieder auf. Oben angekommen, lassen wir den Ohr Richtung Schulter, das Ohr Richtung Schulter sinken. Lassen wir jetzt auch die Brustwirbelsäule ein bisschen mit hier reingehen. Und beschreiben dann eine Vierteldrehung nach vorne. Und rollen auf der Mittellinie langsam wieder auf. Und nochmal die andere Seite zur Seite. Und Vierteldrehung nach vorne. Und wieder aufrollen. Noch einmal jede Seite. Ganz weich. Richtig schön fließend. Und wieder aufrollen. Und ein letztes Mal zur Seite. Vierteldrehung. Und wieder aufrollen. Wir atmen nochmal ganz tief ein. Bringen die Hände zusammen und atmen aus. Und wieder öffnen, einatmen. Finger zusammenbringen und aus. Wieder absenken. Und ein letztes Mal tief ein und wieder aus. Wir legen die Hände nochmal auf die Beine, schließen die Augen und spüren einen kleinen Moment nach, wie wir jetzt sitzen, wie sich der gesamte Körper anfühlt. Öffnet die Augen und vielen Dank.